Sommer, wenn es richtig warm ist, ist das weniger, dann brauchen die nicht so viel. Und wenn die in der Fischzuchtanlage sind, können die natürlich auf Dauer ziemliche Schäden anrichten, das ist ganz klar. Dann war der Otter natürlich sehr beliebt wegen seines Fells. Vor 150 Jahren oder so hatte man natürlich noch nicht so eine schöne Isolation.